Willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte dir heute hier einen Häcksler vorstellen für Holz. Das ist ja der Holzgrescher. Also, ich kenne ihn aus dem 15er. Der heißt der Brux. Der ist farbwählbar. Wenn ich jetzt die Farbe wähle, kostet 1000 Euro Aufpreis. Er kostet dich 25.000 Euro, wenn du den Standard kaufst, und 25 Euro Unterhalt. Da haben wir hier das gute Stück, wie man sieht. Mal das Gerät wählen. Mit X klappt man es aus. Mit O das Rohr aus. Also er hat da ein Warning in der XML. Jetzt haben wir hier gesehen ein Aero, ein Setting. Naja. Fahren wir hier runter, also irgendwie sieht das eigenartig aus, dass es so ist. Interessant. Ich weiß nicht, woran das jetzt liegt. Können wir mal das mal so testen, dann kann man ja nachher, ob es funktioniert überhaupt. Also er zieht den nicht ein, also ich muss ja so ranfahren. Aber ich werde es jetzt gleich noch anders da testen. Hängen wir mal den Hänger ab und hängen den hinten mal dran. Mal schauen, wie er sich dann wirkt. Ich habe jetzt mein Lenkrad jetzt nicht angeschlossen. Das merkt man schon, dass ich das nicht mehr so gewohnt bin. V angehoben. Ja, also es funktioniert hier mit der An mit den Anhängen nicht so, wie was gewohnt ist. Also es versinkt im Boden. So, die Textur hier sieht ja gut aus, das mit der Vertiefung. Das ist wirklich gut geworden. Aber halt mit den Anhängern da, das passt da nicht so. Er geht nicht weit genug runter, er drückt ihn zu schief. Vielleicht deswegen auch das Warning. Also, wenn euch das Video gefallen hat, dann schaut es wieder rein. Würde mich natürlich freuen. Hiermit sage ich Servus, grüß euch, euer Franz.